Hey, da bin ich wieder. Die letzte Mini-Folge, bevor Staffel 3 anfängt nächste Woche. Und ich habe dir was mitgebracht, was mir quasi zufällig in die Hände gefallen ist die letzte Woche. Und zwar ist es ein kleiner Persönlichkeitstest aus der Philosophierunde. Wie bei allen Persönlichkeitstests ist es natürlich besser, wenn du das Ergebnis oder die Auswertung noch nicht kennst. Wenn du also gerade im Auto unterwegs bist oder sonst irgendwo, wo du nicht mitschreiben kannst, dann drück jetzt auf Stopp und hör einfach später weiter. Ansonsten schnapp dir Zettel und Stift und wir legen los. Erste Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe und warum? Also was assoziierst du damit? Welche Worte fallen dir ein? Welche Eigenschaften hat diese Farbe für dich? Schreib's auf. Nächste Frage. Stell dir Wasser in der Natur vor, also eine Form von Wasser. Flüsse, Seen, sowas. Hast du? Gut. Und jetzt schreib dir wieder die Eigenschaften auf. Oder die Wörter oder die Assoziationen, die dir einfallen zu diesem Bild, was du gerade im Kopf hast. Okay. Dritte Frage. Stell dir dein Lieblingstier vor und notiere dir auch hier wieder die Eigenschaften, die du diesem Tier zuordnest und die Assoziationen dazu. Also alles, was dir dazu einfällt. Hast du? Okay, vierte Frage. Stell dir einen Ort vor, an dem du das Gefühl hast, dass du die Weite sehen kannst, wo du dich frei bewegen kannst, also so ein Feld oder eine Blumenwiese oder sowas. Und dann notier dir wieder die Eigenschaften von diesem Ort, wie du dich dort fühlst, was du damit assoziierst und so weiter. Und die letzte Frage, stell dir eine Mauer vor und schreib auch hier wieder die Eigenschaften und das, was du damit assoziierst auf. Also wie groß sie ist zum Beispiel oder wie sie aussieht oder so. Alright, hier kommt deine Auswertung. Die Antworten und Assoziationen, die du zur ersten Frage aufgeschrieben hast, nämlich als es um deine Lieblingsfarbe ging, beantwortet die Frage, wie sehe ich mich? Die zweite Frage, als es darum ging, dir die Form des Wassers vorzustellen und die Eigenschaften, die du damit in Verbindung bringst, aufzuschreiben, sagt dir, wie du deine Sexualität siehst. Die dritte Frage nach deinem Lieblingstier und was du damit assoziierst, sagt einiges darüber aus, wie du dir deinen Traumpartner vorstellst. Die vierte Frage mit dem Ort und der Weite, wo du dich frei bewegen kannst und so, und den Eigenschaften danach, sagt dir, wie du dein Leben wahrnimmst. Und die letzte Frage nach der Mauer und wie du dir die vorstellst und empfindest, sagt dir, wie du den Tod siehst. Vielen Dank an Claudia und Josephine und die Philosophierunde für diesen süßen kleinen Test. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann geht nämlich die dritte Staffel von Burnout, von der Leichtigkeit des Seins los. Und weil wir in der letzten Staffel so viel in den Abgründen der menschlichen Psyche gewühlt haben, wird die kommende Staffel so entspannt. Ich freue mich mega drauf, ich hoffe du auch und wir hören uns nächste Woche zur ersten Folge der dritten Staffel.
Ich freue mich auf dich. Bis dann, deine Susi.